Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Cities XXL. Ich möchte mich zunächst mal entschuldigen. Schon die vorletzte Folge und auch diese Folge sind ja nicht im üblichen Zwei-Tages-Rhythmus rausgekommen. Die hier sogar deutlich später. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich das Spiel nicht vorproduziere, sondern immer dann aufnehme, wenn ich es brauche. Einfach auch, um auf Wünsche einzugehen und mir auch Tipps geben zu lassen. Leider hat das aber zur Folge, da dieses Spiel sich so sehr gegen die Aufnahme wehrt, dass ich das nicht immer rechtzeitig schaffe, wenn andere Dinge anliegen. Und daher gehe ich auch in Zukunft, glaube ich, von diesem Zwei-Tages-Rhythmus weg. Das kann ich einfach nicht halten momentan, das ist zu viel Aufwand. Oder ich muss versuchen, ein bisschen was vorzuproduzieren. Ja, was ich meine mit das Spiel wehrt sich gegen die Aufnahme, ist, dass ich jetzt zum Beispiel auch in der letzten Aufnahme ist mir das aufgefallen und auch hier sehe ich es schon wieder, ist ein bisschen Screen-Tearing wieder drinne. Trotz eingeschalteten V-Sync und obwohl ich keine Einstellung verändert habe im Gegensatz zu den vorherigen Aufnahmen. Ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt. Es tut mir auch echt leid. Aber ich kann da leider echt nichts machen. Ich habe rumprobiert, ich habe ausprobiert und ich kriege es nicht raus. Ich werde hier im Hintergrund schon mal ein bisschen weiterbauen, während ich noch so ein bisschen was erzähle vielleicht. Und zwar ist das nächste Problem bei der Aufnahme nämlich, dass der Ton vom Spiel, also der Ingame-Sound, gerne mal asynchron wird. Auch da weiß ich nicht, wie ich das beheben kann. Ich nehme an zwei unterschiedlichen Tagen auf mit exakt denselben Einstellungen und einmal passiert dieses und einmal passiert es nicht. Also ich habe da echt keine Ahnung, wie, ja, woran es liegt, wie ich das wegkriegen soll. Ich möchte allerdings dieses Projekt auch nicht abbrechen, denn ich habe schon noch Spaß am Spiel. Und daher werde ich das auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Ich werde halt, wie gesagt, eventuell die Veröffentlichungsintervalle ein bisschen abändern müssen, da ich das sonst nicht mehr schaffe. Ja, man sieht schon, ich habe hier, wie gesagt, im Hintergrund ein bisschen gebaut. Ziel ist es, dass hier die Stadt weiter wächst. Wir brauchen mehr Einwohner und ich habe auch etwas ganz Bestimmtes vor. Das werdet ihr dann gleich noch sehen, was das ist. Aber erstmal geht es jetzt daran, ja, das, was ich schon vor ewigen Folgen mal angekündigt habe, hier einen zweiten Stadtkern aufziehen. Dazu bauen wir hier in der Mitte ein paar Büros und dann daneben, also quasi an der Hauptstraße, ein paar Büros und dann in den Gebieten neben den Büros zusätzliche Einwohner. So, da habe ich gerade reingezoomt, dann muss er die Grafiken nachladen auf der neuen Qualitätsstufe, deshalb hat das ein bisschen gedauert. Mal gucken. So. Jawohl, es klappt noch. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die ersten Büros unterbringen. Ja, ich erzählte eben, dass die Tonspur asynchron ist und da ich sowas selber als ziemlich nervig empfinde, möchte ich solche Folgen gar nicht veröffentlichen. Schmeiß es dann weg, lade einen alten Spielstand und spiele dann ab da nochmal neu. Das ist natürlich ziemlicher Aufwand, das so zu machen. Aber es lässt sich leider nicht anders machen, wenn ich die Qualität, also die Qualitätsansprüche, die ich einfach an mich selber habe, wenn ich die einhalten möchte. So, ab 150.000 Einwohnern kriegen wir hier die nächste Dichte bei den qualifizierten Arbeitern. Die möchte ich ganz gerne haben, bevor ich jetzt Gebäude für die baue. Unsere neuen Büros brauchen hier ja qualifizierte Arbeiter und Führungskräfte. Das heißt, ich werde jetzt zunächst mal die Führungskräfte bauen, weil da, ja, 750.000, da dauert das noch deutlich länger, bis wir die nächsthöhere Dichte bekommen. Den Bereich hier unten lasse ich mal frei. Da können dann eventuell noch Versorgungseinrichtungen hin. So.
Und hier am Rand gucke ich mal, was ich da noch an einzelnen Gebäuden unterbringen kann, denn das ist hier schon wieder ziemlich bergig. Das sieht ja auch ganz schlecht aus. Ah, hier passen wieder ein paar. Fangen wir da mal an und platzieren da mal welche. Ah, doch, da passen ja doch noch ein paar mehr hin, als ich dachte. Sehr gut. Machen wir mal bis da, damit ich hier noch an die Straße eventuell wieder ran kann. Obwohl hier den Berg runter, da wird, glaube ich, keine Abfahrt mehr kommen. Erst dann am unteren Ende des Berges wieder. Dann machen wir ruhig bis darunter schon mal. Genau. So, ein bisschen Deko noch dazwischen. Wobei viele Bereiche, wo man was dazwischen packen kann, sind hier ja nicht mal mehr. Hier so ein kleiner. Da, hier die Ecke. Gucken, kriegt man da hinten vielleicht eine kleine Ecke reingelegt? Nee, da will er immer direkt so Riesenbereiche. Das lassen wir mal lieber bleiben. Gut, und jetzt sollten wir auch gleich die 150.000 Einwohner haben, wenn die denn eingezogen sind. Was ich schon mal machen kann, ist eigentlich hier an der Außenkante entlang auch einzelne Gebäude zu stellen. Da sollen ja nicht so ganz große Gebäude stehen. Ich denke mal, die Hochhäuser, die hier hinterstehen, dass die eigentlich eher im Stadtkern zu finden sind und nicht genau die erste Reihe an Häusern, auf die man trifft, wenn man in eine Stadt reinfährt. Allerdings sind sie hier natürlich schon sehr dicht am Stadtrand. Aber wir haben hier ja auch nur begrenzt Platz durch die Berge. Ich denke, das rechtfertigt das dann auch. Ist da, wo hohe Gebäude gebaut werden können, diese auch gebaut werden. Ah. Hallo Spiel. Oha. Habe ich dich jetzt überfordert, weil ich mal wieder reingezoomt habe? Sieht so aus. So. Da noch. Okay. So, und die 150.000 Einwohner sind da. Das Spiel hat es noch nicht mitgekriegt. Also, zumindest haben wir die Erfolgsnachricht noch nicht angezeigt bekommen. Aber wir haben das Gebäude freigeschaltet. Und, ups, den Bereich wollte ich natürlich machen. Ja, dann bauen wir hier doch mal die ersten. Uiuiui. Viel hat er da ja nicht untergebracht. Aber da ist das auch wieder sehr bergig. Ah, da sieht das schon besser aus. So, das sind dann jetzt die qualifizierten Arbeiter in hoher Dichte. Und den inneren Ring hier reißen wir natürlich weg. So, was kommt hier ja gar nicht erst in die Tüte. So, und jetzt haben wir auch die Anzeige, dass wir die neue Stufe erreicht haben. Und damit auch, welche neuen Gebäude es gibt. Großes Produktionsgewerbe haben wir freigeschaltet als neue Möglichkeit noch. Das hat er uns gerade schon eingeblendet. Ansonsten halt, wie gesagt, hier für die qualifizierten Arbeiter die hohe Dichte. Produktionsgewerbe, die hohe Dichte. Was haben wir noch Neues? Die hohe Dichte Einzelhandel hatten wir schon. Ja, wahrscheinlich ein paar neue Hotels wieder. Bestimmt. Da habe ich immer nicht so den Überblick. Freizeitangebot. Oh, hier gibt es was Neues. Einen Hubschrauberlandeplatz. Ein Indoor-Golf-Simulator. Ups, den wollte ich nicht auswählen. Und ein Speedboot-Hafen. Gut, den werden wir hier in unserer Bergregion wohl kaum bauen können. Und bei den kulturellen Einrichtungen gibt es ein Kino. Das ist doch wunderbar. Das platzieren wir doch direkt mal. Ach, machen wir das doch direkt hier hin. So. Und im anderen Stadtteil müssten wir das eigentlich auch noch platzieren direkt. Sonst meckern die da wieder rum, dass das an Freizeitangebot mangelt. Ups, das waren die Geschäfte. Da ist das Freizeitangebot. Gucken wir mal hier vielleicht irgendwo schön in die Mitte rein. Das Kino.
So, und damit habe ich den Platz natürlich abgerissen. Aber das ist nicht so schlimm. Den bauen wir uns einfach neu. Ziehen wir einfach wieder ein Bürogebiet auf und dann sollte da ja wieder dieser Plaza entstehen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was wir hier oben noch bauen. Zwar möchte ich dann gerne hier auch wieder so einen kleinen gebietsmäßigen Cut machen. Und ja, gucken wir mal hier rein. Wie sieht das denn aus? Wir haben jetzt einen Bürotoken und einen Führungskräftetoken-Überschuss. Straßen sind total verstopft. Okay, das gucken wir uns auch direkt mal an, wo das der Fall ist. Das ist doch alles nur gelb, oder? Ich sehe hier nichts Rotes. Tja, keine Ahnung, wo die da rummeckern sind. Was ich allerdings sehe, ist hier, dass dieses Gebäude angeblich keinen Zugang zum Rathaus hat, was ich nicht so ganz verstehe. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat schon mal gearbeitet. Wenn nicht, dürft ihr mich da gerne korrigieren. So, jetzt hat es auf jeden Fall Zugang. Dann müssen wir da anscheinend die Straße auf der anderen Seite bauen. Okay. Machen wir das so. So, den Fabriken geht's nicht so gut. Findet keine Angestellten. Aha. Ja, sind doch kaum freie Stellen. Keine Ahnung, wie die Anzeige zustande kommt. Irgendwas stimmt da nicht mit den Anzeigen. Ich habe keine freien Stellen, aber die finden keine Angestellten. Das ist sehr interessant. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier nochmal ein paar Führungskräfte mehr. Das hat, wie gesagt, auch seinen Grund, dass ich das mache und dass ich da jetzt auch erstmal einen Überschuss an Führungskräften dann habe gleich. Ich baue jetzt nur erstmal die Gebiete schon mal, bevor ich dann mich dem anderen, was ich vorhabe, widme. Okay. Vielleicht, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir hier... Ah, obwohl. Komme ich da überhaupt noch rüber mit einer Straße? Vielleicht von da aus? Nee. Da ist dem das überall zu steil dann. Gut. Na, dann lassen wir das. Okay. So, da können jetzt noch ordentlich Führungskräfte und Büros einziehen. Der Platz ist erstmal da. Ach komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir hier noch mehr Büros hin direkt. Allerdings nicht in geringer Dichte. So. Und... so. Und ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, dann sollten die vielleicht auch schneller einziehen. Und jetzt bauen wir hier noch Führungskräfte rein. Zum Teil arbeiten die ja auch in den Büros und wie ich schon sagte, ich möchte da absichtlich einen kleinen Überschuss erwirtschaften. Daher ja, muss ich da ordentlich von bauen, glaube ich. So, hier kommen noch ein paar große Gebäude rein für die Führungskräfte, für die qualifizierten Arbeiter. Und hier kommen dann noch ein paar mittlere Gebäude für Führungskräfte wieder außen rum. Dann haben wir hier unseren nächsten Stadtteil eigentlich schon ziemlich gut ausgebaut. Mal gucken. Ah, hier könnte man vielleicht noch eine kleine Straße anhängen. Na, so. So. Und dann weiter zur nächsten Kreuzung.
Na, da kriege ich doch noch eine ganze Menge mehr Gebäude unter, als wenn ich da jetzt nur am Rand platziert hätte. So, und jetzt wird auch rumgemeckert, es gibt nicht genug Arbeit für unsere Führungskräfte. Jetzt legen wir hier eben noch ein bisschen Deko rein. Ich glaube, das ist immer, wenn er diese großen Bereiche versucht zu berechnen, dass er dann auf jeden Fall stockt bei der Deko. Das ist ja eine Feststellung, die ich nicht erst heute gemacht habe, sondern das ist mir schon immer so vorgekommen. Komm. So. Gut. Und jetzt haben wir... Was habt ihr für ein Problem? Ihr findet immer noch keine Angestellten. Wo denn überhaupt? Da, ein Gebäude, was rummeckert. Da fehlt es an ungelernten Arbeitern. Okay. Das heißt, wir bauen noch ungelernte Arbeiter. In hoher Dichte kriege ich hier noch einen irgendwo rein einfach. Ich könnte jetzt natürlich hier einfach mal einen dazustellen. Mache ich das für den Moment mal, kann ich immer noch wieder abreißen. Einfach nur um, ich meine, wir haben hier ja eigentlich 0% freie Stellen und 0% Arbeitslose. Ich denke, dass die 2, 3 freien Stellen, die da vielleicht waren, hier oben sieht man ja auch die freien Stellen bei uns, die sind ja sehr, sehr gering, dass die dann damit jetzt einfach aufgefüllt werden können, wenn da welche eingezogen sind. So, und jetzt sieht man hier in unserer Tokenbilanz haben wir schöne 4 Führungskräfte-Tokens-Überschuss und 3 Bürotoken-Überschuss. Und das ist, wie gesagt, gewollt. Denn jetzt gehen wir hier hin. So, von den Spitzenkräften haben wir sowieso zu viele. Das heißt, dieses Haus kann weg. Und dann habe ich hier nämlich die Möglichkeit, etwas anzubauen. Das möchte ich auch, denn es gibt noch diese Bonusgebäude. Und wenn mich nicht ganz täuscht, müsste hier bei Europa... Ja, da vorne habe ich schon gesehen, der Bauplan für das Observatorium sein. Der bringt uns... Den möchte ich hier ganz gerne auf den Berg stellen, wenn das irgendwie klappt. Muss ich vielleicht ein bisschen planieren. Ja, sieht so aus. Ich kann gleich nochmal anzeigen, was das bringt. Oh, ich habe hier bei den städtischen Einrichtungen noch was Neues. Was haben wir denn hier neu? Das Ding hier. Mehrzweckstation. Alle städtischen Dienstleistungen in einem, aber zu einem hohen Preis. Das ist so ein bisschen ein Cheat-Gebäude irgendwie. Medizininstitut. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Ist so ein bisschen Cheat-Gebäude, dann braucht man immer nur einen kleinen Bauplatz und hat da direkt alle städtischen Einrichtungen, die es gibt, untergebracht. Möchte ich eigentlich nicht benutzen, vorerst. Mal gucken, ob sich da meine Meinung zu ändert, aber aktuell nicht. So, hier ist das doch eigentlich relativ eben schon. Wenn ich da jetzt mal... Nein, wo ist jetzt da? Ach ja, die Symbole kennen und finden, was man sucht, immer noch ein Problem. So, wenn wir hier jetzt mal einfach so ein Plateau draus machen. Ups. Na. Ich kann das ja auch mal ein bisschen größer machen. So, mal schauen, ob das jetzt reicht. Also, es gibt diese Bonusgebäude, die bringen dann bestimmte Boni für die ganze Stadt. Beispielsweise ist das hier eine Zufriedenheit mit Bildung. Und verbessert das Lebensumfeld. Und ich habe einfach Hoffnung, wenn ich das hier hochstelle, hier oben auf dem Berg, weil ich finde, da passt so ein Observatorium auch hin, dass ich dann auch das Lebensumfeld von den ganzen Spitzenkräften, die hier unten wohnen, verbessere. So, das braucht natürlich einen Straßenanschluss und kriegt da auch die einspurige Straße. Wie zählt das so als Straßenanschluss? Uiuiui, da ist eine ganz schöne Rampe. Machen wir das lieber so. Reicht natürlich noch nicht als Straßenanschluss. Okay, probieren wir nochmal neu. Da sagt er mir, das Gebäude ist im Weg. Ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, ich platziere erst die Straße und dann das Gebäude.
Ja, abreißen. So. Bonus Europa, Baupläne, Observatorium. Ach, jetzt doch, da kann das platzieren. Jawohl. So. Jetzt steht es an der Straße, wie man unschwer erkennt. Und jetzt können wir hier die Straße fertigstellen. Die darf natürlich gerne geschwungen sein, hier den Berg runter. Jetzt da konnte er eben erst hier rüber baue und dann da runter. Ja, dann klappt das. Sehr gut. So, und dieses Observatorium, das wird jetzt nämlich nicht einfach so gebaut, sondern das benötigt Token, um gebaut zu werden. Und zwar können wir hier maximal 5 Führungskräfte-Token und 5 Zieg-Büro-Token zuweisen. Und das machen wir jetzt auch. Die überschüssigen Token an Führungskräften und Büros, die gehen jetzt nämlich hier hin. Und dann wird hier jetzt nämlich gebaut. Steht hier jetzt auch Status im Bau. Und man sieht schon, es besteht aus 2 Phasen, dieses Bauen. Und die zweite Phase, die braucht dann noch mehr. Die braucht dann 20 qualifizierte Arbeiter-Token, 30 Führungskräfte, 30, ich glaube, Schwerindustrie, 20 Strom und 50 Büro-Token nochmal. Und ja, das dauert jetzt einfach seine Zeit, bis das fertig ist. Und da sieht man auch, ein Riesengebiet wird davon erfasst, was, ich vermute mal, das ist die Zufriedenheit mit dem Lebensumfeld. Und das ist eigentlich sehr praktisch, weil das ist hier genau der Bereich mit den Spitzenkräften. Und die wiederum sind ja mit dem Lebensumfeld nicht ganz zufrieden. So, jetzt versuche ich die Kamera noch wieder einigermaßen zu drehen, so wie sie vorher war, genau. Weil ich mich einfach an diese Ansicht gewöhnt habe und dann auch weiß, wo ich hinscrollen muss, um was zu finden. So, wie sieht das hier oben? Uah. Die ist aber auch sensibel. Boah, Leute. So, selbst da ist die so sensibel. Na egal, so geht auch. So hatte ich, glaube ich, vorher auch. So, jetzt sieht es hier oben natürlich, jetzt haben wir hier auch noch ein paar qualifizierte Arbeiter und ein paar Führungskräfte. Zu viele? Da habe ich wohl etwas übertrieben. Aber da sehen wir dann zu, dass wir vielleicht noch ein paar Büros aufziehen. Denn, ja, Bürotoken konnten wir ja noch eine ganze Menge zuweisen. Machen wir hier jetzt einfach diese Bereiche, die ich erstmal freigelassen habe, wo ich dachte, vielleicht Versorgungsgebäude, doch erstmal Büros. Abreißen können wir die Büros immer noch wieder. So, und da sollten die dann ja Arbeit finden. Und diesen Bereich machen wir dann auch mal mit Büros voll. Oder auch nicht. Weil der da wieder ganz wilde, komische Kreise innen drinne platzieren möchte. Dann machen wir das so. Naja, allzu viel hat da jetzt ja nicht mehr reingepasst. Ich weiß gar nicht, wieso der da versucht, einen Kreis zu bauen. Naja, von der Fläche ist es so groß, dass er da durchaus einen inneren Kreis legen könnte, aber jetzt kann ich da nicht mal den Untergrund platzieren, nicht mal die Deko. Gut, dann machen wir hier einfach die andere Deko rein. Und habe ich jetzt eigentlich die Büros in der richtigen Dichte genommen? Kleines. Und hier haben wir wahrscheinlich ein mittleres, ne? Ah, ich glaube, ich habe hier die falsche Gebäude genommen. Jetzt hoffe ich, dass da nichts anderes war, was ich jetzt versehentlich mit weggerissen habe. Okay, was warst du? Da habe ich doch jetzt was abgerissen, was da eigentlich stehen sollte. War das eine Schule? Oh oh. Ich glaube, das war eine Schule, oder? Eine Mittelschule? Kann das sein? Auf jeden Fall kann ich die da jetzt nicht mehr platzieren, weil das jetzt zu uneben ist. Eben stand sie doch da. Dann bauen wir die jetzt vorne an die Straße. Ah, ich vermute einfach mal, es war eine Schule. Wenn nicht, werden sie schon irgendwann meckern, wenn ihnen was fehlt. So, und jetzt die richtige Dichte auswählen, diesmal bitte. Na. Okay. Die brauchen dann bestimmt noch wieder Business-Hotels.
Vielleicht waren es doch die in richtiger Dichte. Vielleicht war es doch das hier alles schon in mittlerer Dichte. Ist jetzt aber egal. Ist dann eben so. So, jetzt ruckelt der hier wieder rum, weil ich wieder mit dem Deko-Tool arbeite. Komm, mach. Okay, ach, das hat er gar nicht abgerissen. Da ist noch Deko. Okay, alles klar, ich sehe. So, und jetzt haben wir noch ein paar Token Überschuss. Und die schicken wir jetzt nämlich einfach in den Handel. Zumindest hier die, oha, 11 Kraftstofftoken wieder zu viel. Die können natürlich auch noch weg. Abfallverwertung, ein Token zu viel, kann gerne weg. So, die Qualifizierten handeln wir jetzt weg. Landwirtschaft haben wir zu wenig, okay. Das Büro-Token, das können wir hier unten jetzt nämlich noch zusätzlich zuweisen. Wo ist es? Da. Oh, es sind sogar noch zwei zuweisen. Sehr schön. Ja. Hat er sogar zusammengefasst. Ja, und jetzt sieht man hier auch, wie weit die sind mit den einzelnen Bauphasen, beziehungsweise mit den einzelnen Dingen, die sie für die Bauphasen brauchen, so. Und um das fehlende Landwirtschaftstoken, da kümmern wir uns dann, glaube ich, in der nächsten Folge erst. Und ich denke, da werden wir dann auch die 200.000 Einwohner endlich erreichen. Ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye.